Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren taufrischen Folge von Spore. In wenigen Sekunden steigen wir auch direkt ein in die neue Episode. Aber es gibt zum Anfang noch eine kleine Ankündigung, dass es am Ende des Videos eine kleine Ankündigung geben wird. Also bleibt auf alle Fälle dran, ihr kleinen Schlingel. Wir machen das hier jetzt so ganz radiosendungsmäßig. Ja, bloß nicht abschalten. Ne? Gibt jetzt kurz irgendwie eine halbe Stunde Werbung, aber bloß nicht abschalten. Danach sind wir gleich wieder da mit 3 Minuten Musik. So, hier ist unser Planet. Ladebildschirm gibt es natürlich auch noch gleich. Ich weiß, viele wären sauer, wenn ihr den hier verpassen würdet. Hier mit den Epidermalschichten werden erzeugt und sowas. Das wollt ihr ja sehen. Heute dann auch nochmal Kreaturenphase. In diesem Video widmen wir uns ja nochmal so ein bisschen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir eines dieser epischen, riesigen Viecher erledigen werden können. Aber ich will mich eben vor allem nochmal paaren, denn ich habe 989 DNA-Punkte. Das ist verdammt viel. Hier, da! Ah! Schnell! Notfallpaarung! Notfallpaarung! Schnell, paaren! Notfallpaarung! Wer will sich paaren? Hier! Vor der Heuschrecke! Das Paaren ist immer so skurril! Da greift so ein riesengroßes, Godzilla-mäßiges Wesen das Nest an. Und man hat erstmal nichts anderes zu tun, als schön den Shaky-Shaky-Tanz zu machen. Und hier sonst was anzustellen. Aber ich hab mich hier echt, ich bin ein bisschen, also das war nicht gestellt oder sowas. Ich hätte nicht erwartet, dass das Vieh noch so direkt vor unserem Nest abhängt. Das ist auch ein geiles Design. So ein bisschen, kann die Textur mal laden oder sind wir jetzt etwas nackt? Und dann gibt's jetzt erstmal als neues Maul den Wiederkaukau. Wir sind ja immer noch Pflanzenfresser. Weil der Wiederkaukau hat Nummer Stufe 2 hier, ja? Ist da mit drin? Nee, die Beine wollte ich hier jetzt nicht bewegen. Was ist das denn? Oh geil, gepanzerte Arme. Guck mal, hier sind das, ist das wegen den Add-ons, die ich irgendwie habe. Ich kann hier nämlich, da gibt es das Kernspore und da kann ich aber auch noch Exoskelettglieder auswählen, die ziemlich geil aussehen könnten. Ich mach das mal, ich mach mal hier die Arme weg und dann machen wir mal sowas richtig krasses irgendwie. Hier so Schulterauswüchse. Boah, guck dir mal an, wie geil das aussieht hier. Exoskelettspore, ey, das sind geile Arme. Die Beine sind halt immer noch wirklich, vielleicht sollte ich erstmal die Beine irgendwie anpassen. Die Beine sind immer noch grottenhässlich. Komm, bevor wir die Vierpfote machen, Beine mal komplett weg und mal neue Beine. Mach mal neue Beine hier dran. Auch so schön durch dieses Exoskelett-Ding. Und zwar nicht Insektenbeine, Hummerbeine, ja, Panzermuskeln einfach. Das sieht zwar so ein bisschen komisch aus, weil die nicht so dick sind, wie sie vielleicht sein sollten. Aber wenn wir hier gleich wieder die Beinchen dran haben, beziehungsweise die Füße, dann ist das schon auch wieder... Ja, ja. Es ist nach wie vor under construction. Oh, mit den riesigen Krallen. Aber, na, also, es wird ja einfach nach wie vor. Und jetzt haben wir vielleicht noch so ein bisschen mehr... Hier, Problemisator, Spuckenstufe 3. Mhm. Dann mach nochmal die Dinger hier weg und mach mal den Problemisator da hinten dran. Gibt neue Klöten. Megachiraptopterflügel haben wir hier. Damit geht Gleiten auf Stufe Nummer 4. Und das sind wirklich so Drachenflügel schon fast. Also ich gehe einfach nach wie vor noch mit diesem Drachen-Image so ein bisschen mit, weil ich das irgendwie am spannendsten so vom Design-Aspekt her finde. Ja, ey, also der kann dir schon ganz schön auf den Sack geben, wenn du da so ein gewisses Problem hast. Da musst du also ein bisschen aufpassen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich würde da, wenn ich mir jetzt noch so Giftgriffel hier irgendwie noch dran pack. Sonst wohin, da hinten einfach auch noch. Ist einfach so eine richtige Killermaschine, frisch vom Dienst, ey. Name habe ich immer noch keinen neuen ausgesucht, aber ist schon, kann man einfach mal, nimmer so. Noch mehr Angriffsfertigkeiten. Gleitenstufe 4, das ist schon fast Fliegen. Früher hat man schon immer gesagt, ey, Fliegen wirst du nie können, aber wenn du mal Gleitenstufe 4 kannst, dann ist das sehr nah dran. Ich würde ja immer noch ganz gerne diese epische sonst was Schnecke da platt machen. Aber die ist halt schon dirty unterwegs, ey. Dass man sich mit der auch nicht anfreunden kann. Das ist echt schade. Ich gehe jetzt einfach noch erstmal so ein bisschen weiter hier, so Bauteile sammeln. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwo was Cooles. Ja, guck mal, jetzt streichelt er sich die ganze Zeit so ein bisschen hier mit seinem Stachel da hinten. Ist hier immer noch was? Hier ist nochmal was? Oder wie? Nee, Wölbo. Ich könnte jetzt natürlich schon einen Stamm gründen, aber ich habe gesagt, diese Episode machen wir es nochmal. Da schauen wir uns nochmal so ein bisschen hier in dem Modus um. Und später dann. Später dann wird ein Stamm gegründet. Dann geht's in die Stammesphase. Ich bin jetzt in meiner aktuellen Phase nicht mehr so darauf aus, die ganze Zeit hier einen Stamm nach dem anderen auszurotten.
Ist mir zu anstrengend. Erst wenn ich wieder so einen Schurken hier irgendwie als Homie hab oder sowas, dann kann man mal wieder so ein bisschen damit anfangen. Da hinten hab ich auch schon einen gesehen. Hier, den Schurke krank. Ach, das ist sogar mein Homie. Ich muss mich einfach nur schnell wieder mit ihm anfreunden. Das sollte ja auch gleich gehen. Wir haben ja schon mal gemeinsam Abenteuer erlebt. Singen ist bei uns inzwischen auf Stufe Nummer 4. Und tanzen auf Stufe auch Nummer 4. Das heißt, da sind wir schneller in der Mitte als er. So, kommst du mit? Schurke Krank kommt mit. Toll. Das ist ja grandios. Dann ist die Gang ja schon fast wieder vollständig. Ich frage mich einfach noch, ob es noch irgendwas... Was geht hier ab? Ach. Ach, da ist nochmal ein Schurke. Cool, den hatten wir doch gar nicht. Aber ich glaube halt immer noch nicht, dass es ausreicht, wenn man selbst das komplette Team mit Schurken voll hat, irgendwie diese Heuschrecke zu besiegen. Aber ein schöner Gesang hat er. So. Und jetzt leider ein zweites Mal. Man muss ja immer gleich zweimal machen, ne? Wenn man die mitnehmen will, dann auch das halt so ein bisschen. Die sind halt alle... Die haben halt schon Ansprüche. Ist ja auch in Ordnung. Aber er hilft schon fleißig mit hier links. Mit etwas dümmlichem Gesichtsausdruck. Und mit dem hat sich das auch. Unser zweiter Schurke, während die Leiche da unter rechts im Bild vergammelt. Großartig. Ja, der kommt auch mit hier, der Doltasaurus. Jetzt brauche ich dann nur noch eine dritte im Bunde. Und dann bin ich eigentlich schon wieder hier mit meiner Crew. Da kommen sie alle angelaufen. Er hat sogar hier hinten... Er hat einfach nur ein Gesicht dort, wo ich die Klöten habe. Um das mal ganz drastisch zu formulieren. Da haben wir nochmal einen Schurke, den wir noch nicht kennen. Schurke Hoser. Der ist traurig, denn er hat keine Hose an. Nee, er schläft. Und posiert direkt nach dem Aufstehen. So wie sich das gehört. Nach dem Aufstehen erstmal, aber ganz schön hässliche Dudes, ey. Dass es jetzt auch keine stärkeren Schurken gibt, weil die haben ja immer noch gleich viel Leben. Ja, jetzt werd mal Homie, bitte. Aber schleunigst. Guck, wie zackig das jetzt geht. Durch meine fette Gang ist es in 3 Sekunden erledigt. Und es ist alles easy. Das muss man so mit so einer Handbewegung erzählen. Das ist ganz wichtig. Okay, 3 Schurken haben wir jetzt hier in der Truppe mit drin. Wow, was ist da hinten los? Ach, erstmal werden wir hier von, ja, einem Schmetterburger angegriffen. Ich fasse es ja nicht. Gut, dann rotten wir die halt mal hier kurz aus. Das kennen wir ja, dass die hier alle sehr aggressiv unterwegs sind und sich nicht zurückhalten können. Und dann muss man halt so ein bisschen dafür sorgen, dass die allgemeine Ordnung wiederhergestellt wird. Und hier kurz mit der Gang einfach ein bisschen aufräumen, ja? Das ist ja jetzt keine Sache irgendwie mehr von 10 Minuten oder so, sondern da rennt man halt kurz hin, rammt die einmal und die sind immer noch sauer. Die denken immer noch, dass sie hier irgendwie irgendwas zu melden haben. Aber meine Crew und ich, ey. Ha? Wir kloppen euch Schmetterburger schneller auseinander. Ist hier noch irgendwo ein Alpha? Leider nicht. Die Alphas sind schon aus. Die Bäume, die einem immer im Weg sind, ne? Das ist immer besonders geil. Hallo, ich würde hier gern angreifen. So, jetzt. Ey, dass so ein Baum noch so ein mächtiges Wesen wie mich überhaupt nur im Ansatz aufhalten kann. Dann ist auch nochmal ein Schurke, aber den kann ich nicht mitnehmen. Ich habe nicht genug Platz im Rudel. Das ist echt ein bisschen doof. Naja, ich laufe jetzt einfach. Ich laufe einfach, bis ich irgendwo... Ach, da ist sie wieder. Die kriegen wir halt nicht fertig gemacht. Das geht halt einfach nicht. 1000 Leben, wie willst du denn 1000 Leben fertig machen? Ich kann es natürlich nochmal probieren, die Heuschrecke anzugehen mit meiner aktuellen Crew. Mit meinen neuen Fertigkeiten. Und schauen, ob ich vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Damage mache oder sowas. Aber hier ist ja auch das Meer. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt... Ja, hier zoome ich nur da raus. Ich kann jetzt nicht die Karte rauszoomen. Es sieht auch einfach nicht so aus, als würde das hier nochmal was. Meine Crew kriegt irgendwie voll auf die Eier. Ich weiß gar nicht genau warum. Ach, wir werden verfolgt. Sag das doch mal gleich. Dann attackiere ich auch mal. Wenn ihr diese ganze Gang irgendwie denkt, meine Leute verfolgen zu müssen. Dann widmen wir uns schnell dem Kampf. Was sind das hier denn für Leute? Otzis. Die haben hier fast meine Blind-Otzi. So heißen die. Einen sollte ich auch noch jagen, aber... Wir wurden auch leider nicht von genügend verfolgt. Ey, wie die hier einen alle angreifen. Was ist denn da hinten los? Achso, das sind wir.
Die Stabschnecken. Dann ist immer noch diese riesige Heuschrecke. Ich würde sie ja gerne angreifen. Und es ist bestimmt auch mega geil, wenn man die mal besiegt hat. Aber wie? Ich probiere es jetzt noch einmal. Ich werde so oder so sterben. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich sie fertig machen soll. Vielleicht kämpft sie jetzt hier erstmal gegen die anderen. Dann verliert sie schon mal so ein bisschen Leben. Dann mische ich mich da einfach ein. Ja, genau das mache ich jetzt. Ich mische mich einfach ein. So, und dann wieder gehe ich wieder zurück. Ein bisschen wieder hier, ne? Jetzt habe ich sie erstmal vergiftet. Man darf vielleicht nicht allzu nah rangehen. Ich weiß es nicht. Guck mal, wie viel Schaden die macht. Man muss immer wieder so ein bisschen weg. Da muss man sich erstmal wieder regenerieren. Wir machen das Match jetzt hier direkt am Nest. Ihr mit so Fernkampfattacken, weißt du? Mit Spucken und so. Aber man muss aufpassen, dass das Vieh einen einfach nicht erwischt. Ihr mit Spucken, Leute. Wir bleiben auf Distanz. Auf Distanz bleiben. Ah, einer ist schon gestorben. Der ist leider nicht auf Distanz geblieben. Naja, aber meine Kollegen greifen an. Ich muss den allein beseitigen. Es dauert zwar eine halbe Ewigkeit so. Ich muss immer auf Distanz bleiben und spucken. Das ist das, was ich tun kann. So muss das ganze Match ablaufen. Ich laufe durch die Gegend und spuck. So kann ich ihn besiegen. Das dauert jetzt vielleicht ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Das dauert Ewigkeiten, vor allem weil mein Spucken nur auf Stufe 3 ist. Aber so macht man den fertig. Ein Bosskampf, wie er im Bilderbuch steht. Zwischendurch muss ich halt eigentlich auch mal essen. Das heißt, da muss ich dann kurz ein bisschen Gas geben. Und hier schnell hinrennen. Und was snacken. Und dann wieder spucken. Immer auch echt viel Damage. Irgendwie 2 Lebenspunkte gehen so weg. Pro Angriff. Nee, es bewegt sich nicht mehr. Ich hämmer dann jetzt einfach von hier aus drauf. Also das wird jetzt wahrscheinlich bei dem Tempo gut noch 30 Minuten gehen. Wäre halt geil, wenn mir irgendjemand helfen würde. Oh, ich glaube, irgendjemand hilft hier mit. Nee, jemand greift mich mit an. Cool. Mega finde ich das. Attackiert ruhig auch noch mich dazu. Das ist wirklich ein super spannender Kampf, wenn man die Taktik mal raus hat. Das wird Ewigkeiten dauern. Naja, wir haben ja jetzt schon bald ein Drittel. Das ist doch schon mal was. Also in den Wäldern ist das Vieh am leichtesten zu besiegen, weil da kommt es die ganze Zeit nicht um die Bäume rum. Durch 3 Büsche und Spucken besiege ich dieses epische Vieh hier. Es dauert. Ja. Will ich gar nicht abstreiten. Aber es ist nicht unschaffbar. Und jetzt ist auch der Vorteil, dass wir Pflanzenfresser sind, weil so müssten wir uns ja andauernd irgendwelche Leichen suchen oder noch andere Leute umbringen. Und das ist ja anstrengend, während man so einen fetten Kampf hat hier. Aber fast Halbzeit. Könnt ihr euch irgendwie, gleich ist Halbzeitpause, ja, dann holt ihr euch schön was aus dem Kühlschrank. Ich meine, ich bin ja auch derjenige, der das hier so zeitlich durchstehen muss. Ihr kriegt das schön geschnitten. Was macht das Vieh da gerade? Was ist das denn jetzt hier für ein Fehler? Mit den roten Pfeilen. Rote Pfeilkreise. Damit hätte man alles drin, was YouTube-Thumbnails heutzutage brauchen, um erfolgreich zu sein. Das Spiel gibt mir ein Zeichen. Ja, es sollte also so ungefähr noch locker 10 Minuten dauern, bis das Vieh durch ist. Ich habe jetzt so ein bisschen grob mal auf die Zeit geschaut. Also für 100 Leben brauchen wir ungefähr so 2 Minuten. Bisschen mehr eigentlich, also 10 Minuten wird es auch in etwa dauern. Vor allem muss ich ja trotzdem noch halbwegs aktiv dranbleiben, weil es mich ja einfach nicht treffen darf. Und ich zwischendurch essen muss. Also ich kann jetzt nicht weggehen. Vor allem, ich muss ja auch die Fähigkeit zünden. Aber das ist echt ein super spaßiger, toller Bosskampf für die Kreaturenphase. Und so langsam frage ich mich, ob das überhaupt schon mal irgendjemand außerhalb von mir wirklich durchgezogen hat. Weil ich habe ja zumindest am Ende als Outcome, dass ich für euch ein interessantes Thema für die Folge gefunden habe, nämlich dieses epische fette Vieh hier in der Kreaturenphase zu töten.
diese epische Krikitis, was auch immer. Aber wenn ich jetzt hier privat sitzen würde, ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwas Krasses, was bei rumkommt. Vielleicht erreicht man dann noch eine nie dagewesene Phase. Oh, zwei Drittel geschafft. Noch 300 Leben, ey. Große Momente der Spielegeschichte, große Momente meines Kanals, große Momente für YouTube Deutschland. Was heißt für YouTube Deutschland? YouTube Worldwide. Weniger als ein Viertel is left of the life. Vor allem steht da nicht mal oben links irgendwie eine Belohnung, die es dafür geben sollte oder sowas. Also normalerweise auch bei den Schurken wurde das einem immer angezeigt, was das einem gibt, wenn man die entweder tötet oder für sich gewinnt oder sonst was. Aber bei dem Vieh hier, nothing. Großartig ist das für mich. Ihr habt eine schöne, kompakte, tolle Folge. Ich bin bei fast 40 Minuten Aufnahmezeit. Es gibt immer mehr Spucke ins Gesicht, wie nass das Vieh inzwischen auch sein muss. Das sind so Sachen, die man gar nicht bedenkt. So viel Leben ist es nicht mehr. Hat fast schon weniger Leben als ich. Zwar reicht auch nach wie vor von dem Dingens da ein einziger Schlag aus, um das hier alles zu beenden. Aber ja. Bisher stellt sich das Vieh nicht sonderlich schlau an. Ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt. Ich muss noch wissen, wie das offiziell heißt, damit ich damit angeben kann. In der internationalen Spaw-Community. Dass ich das Vieh einfach so fertig gemacht habe. Hat eine Weile lang gedauert. Jetzt wäre aber auch so langsam mal an der Zeit, für dieses riesige Vieh abzuhauen, weil wir sind schon in einem kritischen Bereich. Das Ende naht. Okay, gleich ist es down. 3, 2, 1. Das war's jetzt. Epischer Killer. Ich habe ein Achievement bekommen. Und könnte das jetzt aufessen? Ich bin zwar Pflanzenfresser, aber... Oh. Das ist jetzt demütigend für das Vieh, dass ich mich auch noch darauf übergeben habe. Das war jetzt wirklich alles irgendwie, was es gab. Irgendwie so ein Achievement. Erlege eine epische Kreatur. Dafür habe ich mich jetzt... Also eine epische Kreatur bedeutet ja, dass es auf anderen Planeten andere epische Kreaturen vielleicht gibt. Und jetzt liegt sie da, aber ich hätte doch zumindest mit irgendeinem einzigartigen Bauteil oder sowas gerechnet. Jetzt liegt das Ding da rum und schläft. Für die Ewigkeit. Aber so ist diese Episode auch für die Ewigkeit bestimmt. Ich habe ja am Anfang dieser Folge, von der ich nie und nimmer erwartet hätte, dass sie sich so lang ziehen würde, erwähnt, dass ich noch eine kleine Ankündigung machen möchte für diejenigen unter euch, die das Let's Play tagesaktuell schauen. Ich werde diese Woche sozusagen eine kleine Spore-Woche machen. Ich muss auch so ein bisschen vorproduzieren. Das heißt, abseits von anderen Videos, die vielleicht noch oben drauf kommen, wenn ich es denn schaffe, wird es diese Woche jeden Tag am Abend, so um die Abendzeit herum, eine neue Folge von Spore geben. Ja, das ist die Ankündigung, da könnt ihr auch ruhig mal euch freuen, ein bisschen ausrasten, mal ein bisschen hier, nicht immer nur wegen Fußball-Autokorso auf den Straßen, sondern das kann man auch mal machen, weil man weiß, dass die ganze Woche durch eine neue Folge Spore jeden Tag erscheinen wird. Wenn euch das, also diese Woche und diese Episode und dieser krasse Bosskampf gefallen hat, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in Form von einem Werbung und Kommentar mitteilen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, tschüttütü und reingehauen.